Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Um unseren Helden des Alltags in dieser Woche zu finden, bin ich nach Oldenburg bis zum Turm von der Thomaskirche gefahren. Und bei mir ist Rüdiger Wohlers vom Naturschutzbund in Oldenburg. Bei uns geht es ja nicht nur um Kirchen und Kirchtürme, sondern ums Danke sagen. Bei wem wollen Sie sich denn heute bedanken? Oh, ein ganz großes, dickes Danke an Johannes Bartner. Von Jugendbeinen an im Naturschutz tätig. Was er jetzt seit über 30 Jahren macht für die Turmfalken, das ist was ganz Besonderes, denn er ist praktisch Tag und Nacht für die unterwegs, für diesen tollen kleinen rostbraunen Falken, der es sonst sehr, sehr schwer hat, bringt seine tollen Kästen, die in einer Behindertenwerkstatt hergestellt werden, und ist so erfolgreich, dass darin viele kleine, flauschige Falken schon das Licht der Welt erblickt haben. Super dabei und alles ehrenamtlich. Und eben auch hier in der Thomaskirche gibt es einen Brutkasten, wo ganz kleine, niedliche, flauschige Falken drin sind. Und oben auf dem Turm, da wartet auch schon Herr Bartner auf uns. Dann lassen Sie uns mal gucken, dass wir zu ihm hinkommen. Genau. So, Herr Bartner. Ja. Wir sind heute, ehrlich gesagt, gar nicht nur wegen der Vögel hier. Wir sind eigentlich wegen Ihnen gekommen. Denn Sie sind in dieser Woche unser Held des Alltags. Ja, das finde ich eine tolle Sache. Kommen Sie nochmal hoch zu uns. Ja, das finde ich ja sehr schön, diese Auszeichnung. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute, Hannes, und viel Glück weiter. Ja, danke. Ja, so mache ich weiter. Es ist eine Motivation, dieses Projekt weiterzuführen. Ja, warum war es Ihnen wichtig, dass Herr Bartner für die Vögel und für die ganze Arbeit an den Turmfalken überhaupt jetzt endlich mal eine Ehrung bekommt? Johannes Bartner ist seit fast 40 Jahren schon im Naturschutz aktiv. Super Sache und alles ganz toll ehrenamtlich. Ja, ein altes Interesse an mir, dass ich mich für Vögel einsetze. Schon als Jugendlicher habe ich Nistkästen gebaut, Futterhäuschen im Keller meiner Eltern. Und ja, irgendwann hat sich das dann soweit ergeben, dass ich dann auch mal größere Kästen, nämlich solche größeren, für Turmfalken gebaut habe. Also selten sind sie zum Glück nicht, aber der Bestand hat doch merklich abgenommen. Und ich kann zumindest für den Oldenburger Raum, also hier Stadt Oldenburg und Umgebung, schon behaupten, dass der Bestand durch diese Nistkästen wieder an Zahl gewonnen hat, ne? Ihr seht, helfen ist eine ganz tolle Sache und kann, wie in diesem Fall, auch wirklich gut für den Naturschutz sein. Also seid dabei bei den Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir